Mein Name ist Markus Henke, bin 36 Jahre alt, wohne in Ensel-Bitting. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 50 Zuchtzaunen, Ferkelaufzucht im geschlossenen System. Dann haben wir noch ein landwirtschaftliches Unternehmen als zweites Standbein mit 3 Mähdreschern und einer Variant 385. Die Struktur hier im Gebiet sieht so aus, dass wir klein strukturiert sind und dadurch wünschen die Kunden auch, dass wir die Ballengrößen variabel gestalten und darum kommt bei uns nur eine Variante in Frage. Wir haben die erste Variante um die Jahrtausendwende bekommen. Wir haben diese Presse gewählt, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis passte. Die Kunden waren zufrieden, die Ballen waren festgepresst und wenn die Kunden zufrieden sind, sind wir als Unternehmen auch zufrieden. Also wir pressen in der Saison ca. 2000 Ballen Silage und Heu und dann nochmal knapp 2000 Ballen Stroh. Wir haben uns in den letzten 15 Jahren immer wieder für eine Variante entschieden, weil erstens die Komponenten von der Variante sich verbessert haben, leistungsfähiger geworden sind und die Presse ist einfach gut. Also diese Maschine hat jetzt in diesem Jahr schon rund 2000 Ballen gepresst, davon den größten Teil Grassilage und Heu. Also die Einsatzsicherheit von der Variante ist somit auch gegeben. Also die Kunden erzählen uns immer, dass die Ballen sehr dicht gepresst sind oder das Gewicht halt dementsprechend auch ist. Also bei unseren Kunden ist stellenweise, dass wir mit einer anderen Presse gar nicht mehr kommen brauchen.